Hallo zusammen, der Mario vom Musikmesse TV. Ich habe hier das Overdrive-Effektpedal Green Mile aus der Mikroserie des chinesischen Herstellers Moore und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Der Bodenträder ist nicht einmal halb so groß wie ein Boss-Effektpedal und hält in seinem Aluminium-Spritzgussgehäuse sämtliche Regler und Anschlüsse bereit. Nur auf ein Batteriefach musste aufgrund der Größe verzichtet werden. Wir haben zwei Kunststoffklinkebuchsen, rechts Input, links Output. An der Stirnseite befindet sich der Netzanschluss. Der Overdrive-Regler wurde in normaler Größe ausgeführt. Der Ton- und Levelregler wurden wesentlich kleiner dimensioniert. Weiterhin wurde dem Pedal ein Fußschalter mit dazugehöriger Status-LED spendiert. Zusätzlich wurde die Effektkiste mit einem Kippschalter ausgestattet, mit dem man zwischen zwei Modes, warm und hot, auswählen kann. Damit der Bodenträger nicht wegrutscht, wurde die Unterseite mit Moosgummi versehen. Das Green Mile besitzt drei Regler. Mit dem Levelregler kann man die Lautstärke einstellen. Der Tonregler übernimmt die Klangfarbe. Und mit dem Overdrive-Regler bestimmt man den Verzerrungsgrad. Mit dem Green Mile können warme, natürliche und cremige Zerrsounds mit der Dynamik eines klassischen Röhrenverstärkers erzeugt werden. Wählt man mit dem Kippschalter Warm-Mode, erhält man einen warmen, homogenen Zerrsound. Spielt man das Green Mile im Hot-Mode, werden die Mitten angehoben, was den Druck beträchtlich anhebt und die Transparenz erhöht. Und wie das klingt, das schauen wir uns jetzt mal an. So, beim Green Mile habe ich den Warm-Mode eingestellt. Mit dem Ton- und Levelregler bin ich auf 3 Uhr und mit dem Overdrive-Regler bin ich in der Ausgangsposition. Beim Amp habe ich den Clean-Kanal eingestellt und schalte jetzt das Green Mile dazu. Regle jetzt mit dem Overdrive auf 12 Uhr. Overdrive ganz aufgedreht. So, das war der Warm-Mode. Jetzt schalte ich mal um auf den Hot-Mode. Hört man schon, muss man etwas zurückgehen mit der Lautstärke. So, ich befinde mich immer noch im Hot-Mode. Wie gesagt, mit dem Level-Regler kann man die Lautstärke einstellen. Mit dem Tonregler kann man die Klangfarbe bestimmen. Ich gehe mal in die Ausgangsposition. Zwölf-Uhr-Stellung. Drei-Uhr-Stellung. 3-Uhr-Stellung. Tonregler voll aufgedreht. Ja, so kann sich jeder seinen persönlichen Zerrsound zusammenstellen mit dem Green Mile. Das Green Mile eignet sich auch sehr gut, um bei leicht angezerrten Amps noch mehr Verzerrung rauszuholen. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich habe beim Amp einen Grunge-Sound ausgewählt. Schalte jetzt das Green Mile im Hot-Mode dazu. Deutlich mehr Verzerrung und Druck.
Ja, also mein Tipp, wer nicht nur Platz, sondern auch Geld sparen will, der schaut sich unbedingt mal das Green Mile an. Ich finde, es kommt sehr nah an den Charakter seiner Vorbilder heran. Das war's von mir. Tschüss, euer Mario.